200 Millionen Menschen hatten bereits Kontakt mit Kryptowährungen. Allein 40 Millionen aus Europa und das laut der EZB. Aber was ist der Grund für den aktuellen Abwärtstrend? Für viele ist es die enge Verbindung zwischen Krypto und Aktienmarkt. Die Korrelation zwischen Bitcoin und S&P liegt mittlerweile 4-mal so hoch wie vor einem Jahr. Was das für Folgen haben könnte, warum ihr vielleicht bald Binance-Plakate in eurer Innenstadt findet und was die Woche noch alles so ansteht, erfahrt ihr im heutigen Video. Ich wünschte, ich könnte diese Woche mal anders beginnen, vielleicht mit guten Nachrichten oder explodierende Kurse, aber wir oder eher gesagt die US-Wirtschaft muss sich auf harte Zeiten einstellen. Diese Aussage bekamen wir letzte Woche aus Jackson Hole von Jerome Powell zu hören. Und unmittelbar nach diesen Aussagen trennten sich dann viele Anleger von ihren Investments und schickten damit den Finanzmarkt auf Talfahrt. Unter anderem natürlich auch die ganzen Krypto-Assets. Und bevor wir jetzt uns die Zahlen, Daten anschauen, begrüße ich erstmal Katja Eckert. Ich freue mich, dass sie wieder Zeit für uns gefunden hat in der heutigen Krypto-Woche. Und Katja, ich frage dich direkt, wie hast du denn die letzte Woche erlebt, speziell der Freitag nach der Ankündigung? Ist jetzt alle Hoffnung verflogen oder wie ist bei dir die Lage? Ja, hallo Ben, hallo liebe Zuschauer. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich hoffe, ihr seid weiterhin euphorisch und bullisch. Langfristig ist die Party noch lange nicht zu Ende, denn jetzt haben wir eine Kaufgelegenheit abseits des Alltäglichen. Genau, wir sind im Bärenmarkt und der wird wahrscheinlich noch lange andauern, denn Jerome Powell kämpft gegen die Inflation, das hat er ja auch gesagt, aber ansonsten erwartet man einen Anstieg des Leitzinses. Naja, man sagt vielleicht 0,5 Basispunkte könnte der wieder angehoben werden Mitte September. Deswegen mein Tipp an alle, erstmal für Füße stillhalten und die nächsten US-Daten abwarten. Mitte September kommt die Inflation, des August wird gemeldet und man diskutiert auch die weitere Geldpolitik. Wird es weiter gestraft werden? Man hofft ja auch, dass nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eine Lockerung und gegebenenfalls sogar eine Zinssenkung anstehen wird. Deswegen immer langfristig denken und Sparpläne verfolgen. Das bremst die Emotionen und schaltet sie aus. Und erst dann kann man auch erfolgreich an der Börse mitspielen. Ich selbst habe bei 19.500 Bitcoin gekauft und muss sagen, oh, jetzt wird es knapp, Ben. Ich bin fast bei plus minus null. Und ich glaube, dadurch, dass er unter 20.000 Euro gefallen ist, ist es ein Signal, dass viele sich draufstürzen und auch auffallende Kurse spekulieren. Und wenn viele drauf spekulieren, kann es auch zu einem Short Squeeze kommen. Und was ist, wenn der Bitcoin doch drehen sollte, müssen die Positionen glattstellen. Und es könnte kurzfristig ein Aufschwung erfolgen. Und gerade diese Bärenmärkte sind tückisch, die Volatilität ist hoch und das bietet halt auch Chancen für Zocker, ne? Also wenn er drehen sollte, könnte man damit auch spielen mit ETPs zum Beispiel. Das ist kein Kauftipp. Es ist immer, jeder muss seine eigene Meinung bilden und eine eigene Strategie in diesem schwierigen Umfeld verfolgen. Ja, wir schauen uns dazu passend mal den aktuellen Fear and Greed Index an. Den haben wir ja ganz gerne hier bei uns in der Kryptowoche. Und wir sehen hier die 24 Punkte, also extrem ängstliche Stimmung am Markt, wie du es richtig angesprochen hast. Für manche ist das ja jetzt die Zeit zum Nachkaufen. Und eben auch einmal den Bitcoin-Chart. Ja, er hat leider die 20.000 Dollar-Marke abgegeben. Er ist etwas drunter gefallen. Aktuell, während wir hier die Sendung aufnehmen, 19.500. Und auch Ethereum knapp unter 1.500. Jetzt kommen wir passend zum Ethereum, auch eben zum großen Update-Thema. Manche haben es vielleicht schon wieder vergessen, aber es ist bereits in 2 Wochen, am 15. September. Und passend zu diesem Update gibt es ja auch ziemlich viele Irrtümer und Katja, da hast du uns auch etwas vorbereitet. Ja, was passiert? Es ist ein Update. Viele Softwareprojekte, auch wie Ethereum, müssen kontinuierlich abgedatet werden. Und viele denken, das war's dann mit The Merge, aber es ist danach nicht Schluss. Es werden weitere Updates folgen und die haben Namen wie Surge und Verge und Purge und Splurge. Und das heißt, man sollte jetzt nie sagen, das ist jetzt das Skalierungsproblem gelöst. Nein, wird es nicht. Ethereum ist ganz am Anfang, es muss noch sehr viel verbessert werden und das bietet auch Chancen für Ethereum noch in Zukunft mitzuspielen und die Wettbewerber gegebenenfalls in den Schatten zu stellen.
Ja, und was haben wir noch? Wir haben die Aussage im Netz, dass die Transaktionskosten sinken. Nein, wahrscheinlich profitieren eher die Layer-2-Lösungs-Supporter wie eine Polygon beispielsweise, die auch Ethereum pushen und verbessern. Und die sollten kurzfristig durch diese Proof-of-Stake-Umstellung profitieren. Was hat man noch im Netz gefunden? Ja, man sagt, jetzt drohen ETH-Abverkäufe. Ethereum ist dann nicht mehr interessant nach dem Update. Falsch gedacht, wie ich schon gesagt habe. Um den Dump zu verhindern, wurde quasi eine Login-Periode von bis zu einem Jahr eingebaut. Und erst dann kann man ja, als Staker seine Ethereums verkaufen. Und dadurch würde ich sagen, einfach mal entspannen. Es ist noch viel Luft nach oben im Ethereum-Bereich. Es ist das Projekt mit den meisten Anwendungen, die darauf laufen. Und auch die DeFi-Anwendungen, munkelt man, könnten nicht mehr funktionieren nach The Merge. Aber das Update basiert primär das Projekt und das Protokoll Ethereum und nicht die Anwendungen. Also auch da müsst ihr erstmal keine Angst haben. Wovor man allerdings Angst hat, generell ist im Kryptomarkt, ja, dass vielleicht ein super Schockevent passiert, irgendeine große, ja, ein Hack oder sonstige Dinge, die halt die Kurse generell weiter in den Keller drücken. Aber das kannst du auch im Aktienmarkt haben. Und ja, also ich bin gespannt auf eure Meinung. Seid ihr pro oder contra Ethereum? Was sagt ihr? Wo geht die Reise hin? Schreibt es mal unter den Kommentaren unter das Video. Genau, und was ja oft kritisiert wird, ist ja momentan auch die große Korrelation eigentlich zum traditionellen Finanzmarkt. Und wir haben es ja jetzt auch wieder gesehen, wenn man sich zum Beispiel den S&P 500 anguckt, auch jetzt aufs letzte halbe Jahr gesehen. Siehst du das als Problem, Katja, oder ist das einfach eine logische Konsequenz? Du hast am Freitag wirklich, wo du gerade S&P 500 Index ansprichst, der wurde wirklich nach unten gedrückt, über 3,37% an einem Tag Verlust. Und wenn du das aber über eine lange Frist betrachtest, ist das ja noch gar nicht so schlimm. Es gab seit 01.01.2000 66 Tage mit höheren Verlusten. Und da siehst du mal wieder, klar, ein Bitcoin ist ein junges Projekt, den gibt es noch nicht so lange, da kannst du noch gar keine Aussagen machen. Aber generell so ein breiter Index, der gehört in ein Depot, um auch die Verluste zu begrenzen und um das Risiko rauszunehmen. Wer im Kryptomarkt, so einem jungen Markt jetzt mitspielt, der ist aktuell unter 1 Million US-Dollar wieder. Das heißt, es reicht wenig Geld, um einen Effekt hervorzurufen. Und dadurch, dass viel Interesse raus ist und viele Leute kein Geld haben, um Bitcoin zu kaufen, reichen wenige Verkäufe aus, um weitere Verluste beim Bitcoin, also im Kurs nach unten, hervorzurufen. Und deswegen würde ich sagen, man sollte nicht nur die Korrelation der Aktien und Kryptowährungen betrachten, weil wir noch in der kurzen Frist agieren und müssen erstmal langfristig lernen, wo geht denn die Reise mit Krypto überhaupt hin? Im Bärenmarkt hat der Bitcoin noch nicht gesehen. Ja. Das ist das erste Mal. Ja, das stimmt. Und schauen wir doch noch nach Deutschland, denn da gibt es auch News und zwar von der Kryptobörse Binance. Denn die versuchen natürlich auch hier bei uns Fuß zu fassen und dafür braucht man eben eine BaFin-Lizenz. Wie weit sind Sie denn da schon vorangeschritten? Wenn du Binance ansprichst, also erstmal, sie haben die beantragt, die Lizenz zum Verwahren von Kryptowährungen hat ja aktuell nur die Coinbase als erster in Deutschland und einziger. Und deswegen ist es ein gutes Zeichen, wenn immer mehr Interesse auftritt von großen Firmen, wie zum Beispiel eine Binance. Das ist die Nummer eins weltweit, was das Volumen an den Kryptobörsen betrifft. Und die arbeiten mit Mastercard jetzt zusammen, wollen eine Karte rausbringen, die Binance-Karte. Da kannst du Cashback in Bitcoin bis zu 8% bekommen. Das ist ein Mega-News, weil du siehst, Krypto ist angekommen, wird zum Mainstream gemacht durch solche Karten.
Daten. Es sollen in über 90 Millionen Geschäften damit bezahlt werden. Natürlich nicht nur, nehmen die nicht alle Bitcoin an, die wandeln das dann oben in Fiat-Geld. Du siehst aber, dass auch da eine Mastercard und eine Binance mitspielen wollen, um in die großen Geschäfte, in Shop-Lösungen reinzugehen. Und auch eine Visa ist angekommen mit Ripio, aber erst in Brasilien wird das vonstatten gehen mit der Krypto-Debitkarte, auch mit Cashback-Option auf 50 Euro pro Nutzer begrenzt. Es ist eigentlich eine geile News, wenn du so viele negative Messages hörst, wie zum Beispiel, oh Gott, der Bitcoin fällt. Aber du siehst, auf der anderen Seite sind viele große Unternehmen, die daran arbeiten, die Bezahllösungen fortschrittlicher zu machen, schneller, günstiger mit Krypto. Und Ben, ich glaube, dass generell eine Paypal spielt mit. Du hast jetzt dann die Mastercard, die Visa-Card, die Binance. Und ja, bin gespannt, wer als nächstes dabei ist. Aber wer sagt, ich habe keinen Bock auf Bitcoins, der kann mit Aktien, wie zum Beispiel auch diese genannten, sich mal umschauen. Es gibt so viele, die im Kryptomarkt mitspielen und davon könnt ihr profitieren, ohne einen komplizierten Coin zu kaufen. Genau, da kann ich auch nur noch mal Werbung für unser Video machen. Wir hatten ja eben auch die 5 Krypto-Alternativen veröffentlicht, also eben Aktien, in die man investieren könnte und somit indirekt auch an Blockchain-Technologie vielleicht davon einen Vorteil haben kann. Und das würde aber jetzt konkret heißen, um nochmal auf Binance zurückzukommen, wenn das alles funktioniert und eben in Deutschland gestartet wird, dass dann auch ganz normal Werbung gemacht werden kann, oder? Also dass Binance die Straßen zupflastern könnte mit Werbeplakaten und für ihre eigene Kryptobörse. Ja, wenn du auch so nach Deutschland generell guckst, das ist ja erschreckend. Die Leute haben kaum noch Geld, um Kryptos zu kaufen. Jeder spart für den kalten Winter. Man hat Angst vor den steigenden Energiekosten. Aktuell ist Holz das neue Gold. Holz, Wood Pellets und Brennholz werden nachgefragt, so stark wie nie zuvor. Deswegen spielt kurzfristig erstmal so Krypto vielleicht eine geringere Rolle, eben weil die Liquidität raus ist und das Kapital fehlt, um die Kurse zu pushen. Ja, das ist gut möglich. Das ist ja auch meistens so, wenn eben solche Zeiten bevorstehen, dann ist man vielleicht nicht bereit, in solche risikoreichen Assets zu investieren. Aber wir schauen uns jetzt noch zum Schluss den Coin der Woche an. Da hast du uns das mitgebracht. Das nennt sich Cosmos Atom. Das soll verschiedene Blockchains miteinander verbinden, aber alles Weitere dazu jetzt von dir. Ja, Cosmos ist ein interessanter Coin, weil er ist sehr wichtig im Blockchain-Ökosystem, denn er möchte Web3 pushen, und zwar das Web verjüngen. Und es ist quasi die Anti-Aging-Kur für den Cyberspace. Und man belächelt ihn vielleicht mit nur 7% Zuwachs in einem Monat. Er hat immerhin einen tiefen Fall hinter sich von fast 40% in einem Jahr. Er kommt von einem Höchststand von ungefähr 40 Euro. Aktuell kann man ihn günstig einkaufen. Von 11 Euro ist für mich, ja, in meinen Augen kann es natürlich noch weiter runtergehen, man weiß es nie, aber warum nicht einen Sparplan in einem Player, der so wichtig ist, weil er ein Konkurrent von Polkadot beispielsweise ist. Distributed Ledger Technology ist das Stichwort, das ist die Next Generation, die nach Bitcoin und Ethereum gekommen sind, um viele Verbesserungen in der Internet-Technologie hervorzubringen. Zum Beispiel müssen ja Chains miteinander kommunizieren. Du hast nämlich aktuell viele Blockchains, und dass man eine Prise wagen könnte, ja, nicht muss, es ist keine Kaufempfehlung, aber ich selbst habe ein paar gekauft. Also ich glaube, 500 Euro habe ich jetzt in Cosmos gesteckt. Das ist jetzt nicht viel, aber es ist immer interessant und spannend, weil in einem Bärenmarkt, klar, kann es weiter runtergehen. Und ich dachte, mein Risiko muss ich auch begrenzen. Deswegen setzt euch im Kopf einen maximalen Betrag, der euch unter Umständen nicht schmerzt, wenn ihr ihn verliert, und diversifiziert in die Top-Coins da draußen. Ja, also das Stichwort Interoperabilität der Blockchains. Ansonsten, was steht die Woche noch an? Wir werfen nochmal einen Ausblick. Und zwar gibt es Verbraucherdaten aus den USA. Das könnte auch interessant sein. Das kommt schon am Dienstag. Dann habe ich gesehen, geht es natürlich um den Bitcoin Spot ETF. Und der ist ja auch von Katie Wood. Das könnte auch spannend werden. Falls dieser eben genehmigt wird, dieser Bitcoin Spot ETF, könnte das auf jeden Fall positive Signale haben für alle Kryptowerte.
Und ganz zum Schluss in der Woche gibt es noch den Verbraucherpreisindex, auch aus den USA. Es bleibt also spannend und Katja, ich sage vielen, vielen Dank wieder und ja, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens in 2 Wochen wieder. Tschüss. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Aktienlust-Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr keine weiteren spannenden Formate mehr verpasst.